Hi, willkommen zu einem neuen Part Horizon Zero Dawn. Heute ist Jagdgebiet Nummer 3 dran, aber vorher, mir ist hier eine. Wir waren ja letzte Folge in dem Jagdgebiet und kurz nachdem ich da weggegangen bin, ist hier mir hier eine Nebenmission aufgeploppt. Zeit zur Arbeit. Also ploppt die nur auf, wenn man direkt in der Nähe ist. Finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht jederzeit auf der Karte einsehen kann. Nehmen wir mal kurz an. Kleine Maid, ich bin Gera. Ich betreibe diesen geselligen Ort. Schön, was du draus gemacht hast. Hast du was auf dem Herzen? Bei Öffnung der Kaja-Festung erfuhr ich, dass mein Mann mich gesucht hatte. Doch nur die Nachricht erreichte die Festung. Er nicht. Du hast einen Mann? Kendert. Hab ihn beim Armdrücken gewonnen. Lol. Ihn zurück, als ich das Anrecht verließ. Ein paar Metallverkäufer sind ihm an der Brücke am Blendbruch begegnet. Und wie du so auf dem Wind gleitest, kleine Maid. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich ihn. Aber willst du, dass er dich findet? Kennst du das, wenn man morgens aufwacht und einem alle Antworten fehlen? Trotzdem gehe ich jetzt zur Festung, um Vorräte zu holen. Viel Glück auf deinen Reisen. Okay, guck mir das mal gerade an. Auf eine alte. Ist sogar Stufe 15. Aber warum wurde mir die Nebenmission nicht früher angezeigt? Zum Beispiel, als ich das Banditenlager hier gemacht habe. Komisch. Egal. Wir wollen heute erstmal ja ein neues Jagdgebiet machen. Wo ist denn hier jetzt eins? Das ist was anderes. Hä? War das nicht hier irgendwo? Da ist es. Ah, da habe ich noch kein Lagerfeuer in unbedingter Nähe aktiviert. Okay. Müssen wir erst ein bisschen hinlaufen. Das war, glaube ich, eins der bisschen nervigeren Jagdgebiete, weil Grauhabichte, wenn ich mich nicht täusche. Weil die Grauhabichte sind, glaube ich, nur Bestandteil einer Prüfung. Bei den anderen beiden kann ich sie ignorieren, zum Glück. Schauen wir mal, wie wir uns da anstellen. So, wo muss ich denn hin? Das ist noch ein kleiner Weg, ne? Ich muss da entdecken. Ha! Da sind schon die ganzen Missgeburten. Oh mein Gott, da ist ein Sturmvogel. Ich glaube, das ist sogar das Jagdgebiet, wo ich hier bin, ne? Ich darf den Sturmvogel nicht encountern. Der fliegt ziemlich tief. Ich darf den Sturmvogel nicht auslösen. Warum ist der hier so dicht an den Lager dran? Hallo? Kümmert euch mal darum. So, da ist der Macker. Ausrüstung müsste ich haben. Bei der Sonne. Bist du Nora? Ich habe noch nie welche im Jagdgebiet gesehen. Oder in der Jägerloge. Wie interessant. Was machst du denn hier? Hier kämpft man bei den Ausdauerprüfungen gegen eine Herde von Maschinen. Glaubst du, du schaffst Ausdauer? Das? Ausdauer? Ich weiß es sogar. Hervorragend. Tolle Einstellung. Du bist wirklich freundlich. Tja, weißt du, man fühlt sich doch recht schnell einsam in der Wildnis. Ganz schrecklich einsam sogar. Was ist denn mit deinem Freund da? Oh, der zählt nicht. Der macht kaum mal den Mund auf und wenn er es doch macht, kommt nichts Interessantes raus. Okay. Ich möchte eigentlich nichts über ihn wissen. Wer bist du? Warum bist du hier? Aber ich frage mal trotzdem auf Höflichkeit. Ich bin ein Jäger natürlich und ein Mitglied der Jägerloge. Doch, ich bin ganz gern hier draußen. Hier beschwert sich keiner über meine Kluft, meine Manieren, meine Persönlichkeit. Lass ihn nicht rein, er nervt mit seinem unaufhörlichen Geplapper. Oder er stinkt wieder nach Fisch. So in der Art. Ich stink nicht nach Fisch, oder? Nein, eher nach, nassem Fell.
Na, das ist gut. Ich kann das nicht beurteilen. Großspiele gibt's noch nicht. Das brauche ich ihn eigentlich nicht fragen. Das hat mir schon Was kommt. Ist die Jägerloge? Ja, ich wusste. Ein Treffpunkt für Jäger in Meridian, ich wusste, dass wo man das sich kommt. Amüsiert und Wieso klicke ich es überhaupt an? Ich jage lieber Maschinen. Du hast bereits 3 Halbsonnen gewonnen. Also bist du qualifiziert, der Loge beizutreten. Ich bin der Loge schon beigetreten, mein Freund. Was sind die Prüfungen? Die Jägerloge sorgt überall für Jagdgebiete, damit Jäger trainieren können. Bei den Prüfungen hier geht es um das Wichtigste bei der Jagd. Eine gute Ausdauer. Die Jagd ist kein Sprint, sondern Marathon. Ja. Hier gibt es also nur Training? Und eine Herde Maschinen. Und ich bin berechtigt, Abzeichen zu verleihen. Halbsonne, Vollsonne und Glutsonne, wenn es gut läuft. Die Mimik von den Typen ist so geil. Welche möchtest du? Ich werde sie dir dann erklären. Schnelligkeitsprüfung, Teilezusammentriebprüfung, Fesselprüfung, okay. Auf 3 Anhöhen sind Kadaver von Wächtern. Plündere sie vor Ablauf der Zeit und du bestehst. Oh, das es ist cool. Es klingt einfach, aber nimm dich in Acht vor den anderen Maschinen dort. Okay. Das klingt in der Tat einfach. Da muss ich einfach nur türmen, plündern und so weiter. Gut. Jetzt rutsch ein Seil runter und fang an. Los, los, los! Ich muss nur rausfinden, wo die Kadaver sind. Oh, das wird mir sogar angezeigt. Da ist gleich ein Turm. Und da ist keine Maschine weit und breit zu sehen. Jetzt bin ich auf das Zeitlimit gespannt. Das ist bestimmt eng. 1,30. Wie viel Kadaver? 3. Oh, das wird eng. Ich glaube, das wird eng. Ich glaube, man darf sich keinen Fehler erlauben. So. Der Schaden ist mir egal. Ich darf mir keinen Fehler erlauben. Komm, kletter da hoch, Aloy. Und mach nicht solche Faxen. Zweiter Kadaver. So. Das ist weit weg. Das wird ganz eng mit dem Zeitlimit. Komm schon! Nein! Wenn mich das jetzt... Na, das kommt noch hin. Okay. Ich dachte, es wird enger. Okay, ich hab's. Jetzt weg hier. Wo muss ich hin? Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Ich hätte gerne nicht die Aufmerksamkeit von dem großen Vogel da, nämlich. Wenn sich das irgendwie vermeiden lässt. Und die Grauhabichte sollen sich bitte mal auch verpissen. Hallo! Wollt ihr mich verarschen? Es ist halt kacke, dass die fliegen können. Das heißt, die können mir hier oben hin noch folgen, ne? Können die sich mal bitte beruhigen? Und sich verpissen? Alles gut, oder... Oh, hier oben ist sogar eine Heilpflanze. Da kommen sie. Was zur Hölle war das? Den Fallschaden nehme ich aber nicht in Kauf. Aber das wird immer nervig, wenn... Hä, wie bin ich hier hochgekommen? Von hier, okay. Genau, ich bin längst weg.
Richtig, verpisst euch einfach. Nee, das ist der Falsche. Eine Glutsonne schon beim ersten Versuch? Ja, toll, ne? Glückwunsch. Darunter kann ich mir so gar nichts vorstellen. Teile zusammen, Triebprüfung. Bei dieser Prüfung musst du einen Trampler fangen und das Teil unter seinem Bauch abschießen. Okay. Gute Wahl. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Zurück weiß ich, dass man Trampler mit den Seilwerfer fangen kann. Wo sind denn? Eins, zwei. Wo führt mich das Seil hin? Ich glaube, das ist kürzer. Wie viel Zeit habe ich dafür? 1,30. Sollte passen. Aloy, lauf! So, zum Bogen wechseln, weil wir müssen das Teil da abschießen. Was ist da gerade explodiert? Keine Ahnung, aber... What the fuck? Das Teil ist ab! Das Betrug, das Teil ist doch ab! Wieso zählte das denn nicht? What the fuck? Also, ich calle Betrug. Ich hab die Dinger da unten weggeschossen. Ich calle eiskalt Betrug. Das war wohl nichts. Halt die Fresse. Bei dieser Das war Betrug. Bist du bereit? Es war lupenreiner Betrug. Ich hab den Fall. Warum denn? Ich hab das Ding doch abgeschossen. Ich mach mal Vorteil beim vierten Fall jetzt. Das Seil geht nach. So! Diesmal zählt es! Warum zählt es denn? Bei den anderen nicht! Es wird nichts! Da! Bleib hier. Ich hab noch 20 Sekunden. Bleib hier. Nein! Bleib hier. Ja. Ich dreh schon mal um, ne? Weil es zeitmäßig nicht mehr klappt. Aber warum der erste nicht gezählt hat, kann ich euch nicht erklären. So, schon wie beim letzten Versuch. Ich hab das lupenrein abgeschossen. Und das Spiel sagt sich, nö, zählt nicht. Halt den Sabbel, ich bin
gereicht. Okay. Bei dieser Prüfung. Die Zeit läuft. So, Spiel. Und verarsch mich nicht schon wieder. Jetzt kippt natürlich genau zur anderen Seite hin. Weil das Ding in die Luft fliegt oder was? Das ist doch lächerlich, as fuck! Komm, bringt mich um, bringt mich um. Ich finde das einfach nur lächerlich. Ich schieß das Ding lupenrein ab und es zählt nicht. Komm, drück mich um, Leute. Danke. Ich glaube, ich nehme den Zersprengerfall. Weil das Vieh fliegt irgendwie in die Luft, bevor es dazu kommt. Keine Ahnung warum. I call Betrug. Wir stehen da. Okay. Halt die Fresse. Bei dieser Brücke. Gut. So. Das Schießen spare ich mir für das Jagdgebiet auf. Achso, ich darf hier nicht schießen. Okay. So. Und wehe, das funktioniert jetzt nicht. Warum schießt er das Scheißteil nicht weg? Zählt schon wieder nicht. Zählt schon wieder nicht. Das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Die Pfeile bringen mir gar nichts. Jetzt richtig? Ja. Sie schießt das nicht schnell genug runter, weil dann explodiert da irgendwie was und dann ist das Teil weg. Irgendwie. Aber warum das nicht als Zerstöre die Prozesseinheit zählt, das muss mir jemand erklären. Das ist nämlich lächerlich. Ich überlege, ob ich meinen Bogen irgendwie modifizieren kann, dass ich... Das mal wegmachen. Plus 40% Abriss. So, zeig mal her. Das macht kaum einen Unterschied. Das macht kaum einen Unterschied. Vorher hatte ich 32. Nee, gar nicht wahr. 109 macht er jetzt. Ich muss auf den unteren Pfeil achten.
Okay. Ich hab ja den Pfeil und nicht den. Okay. Du hast... Okay. Bei dieser... Gute... So. Nächster Versuch. Alter, die Prüfung triggert mich. Bleib hier. Bleib mit deinem fetten Arsch hier. Jetzt hab ich dich. Okay, das hat diesmal gezählt. Bin ich sehr dankbar für. Wo ist ein anderer? Da. Alter, bleib... Bleib hier! Ja, natürlich! Alter, wenn ich das wegen dir, Assi, nicht... Bleib hier! Das hat mich verpissen! Ist klar, der mit der Einheit verpisst sich die ganze Zeit. Ich hab's geschafft, irgendwie. Irgendwie hab ich's geschafft. Bullshit. Bullshit. Okay, bleib weg. Dafür habe ich nämlich gar keinen Nerv. Das war wunderbar anzusehen. Hier ist deine verdiente Glutsonne. Jetzt ist deine Chance zu zeigen, dass du grauhaarig bist. Nee, ne? Lock sie zu dir und binde sie dann fest, um den Test zu bestehen. Okay. Bist du bereit? Gut. Wähle ein Seil und dann läuft die Zeit. Darin haben wir ja Übung. Wir hatten ja genug mit diesen Viechern schon während des Spiels zu tun. So, wo sind denn Grauhabichte? Da ist kein einziger. Da ist einer. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass hier nur ein einziger Grauhabicht ist? Jetzt fliegt er dahin, ey. Komm. Wie viel Zeit habe ich dafür? 2 Minuten. Und ich muss 3 Stück? Okay. Ich muss den erstmal aufmerksam auf mich machen. Ja, verpiss dich. Ey, Vogel, hier bin ich. Alter, der Vogel, der soll hier runterkommen. Auf Zeit, diese Mistviecher. Ja. Das wird nix. Scheiß Vogel, doch, Klaus! Alter! Komm runter, du Mistvieh! So, wo sind die anderen? Hallo, wo sind die anderen Grauhabichte? Könnt ihr mir... Da oben ist einer. Bring mich um. Bringt mich um. Ich darf die Bullen hier nicht zu. Geht nix. Ich habe kaum noch Heilung. Daran wird es in dieser Prüfung scheitern. Und ich habe keinen Bock, wieder offscreen was zu suchen. Das ist doch scheiße. Diese scheiß Bullen gehen mir so auf den Sack, ey.
Okay. Ich gehe erst hier nach rechts. Ich will keinen dieser Bullen haben. So, grauer Wicht. Wo bist du? Ja, der verpisst sich jetzt nach da hinten. Wo sind die anderen? Das könnte ich mir nicht... Da ist einer. Nein, das war der Sturmvogel. Ich verplemper schon viel zu viel Zeit. Hallo, hier bin ich. Du blöde Sau, ey. Komm hier runter, du Arschgesicht. Versuch können wir schon in die Tonne werfen. Können wir schon in die Tonne werfen, weil das scheiß Vieh nicht kommt. Komm, leg mich um. Oh, das regt mich so auf gerade. Okay, da hinten. Ah, da hinten auf den Felsen sind die alle. Okay. Jetzt habe ich den Spot, wo sie sind, entdeckt. Ich habe auf jeden Fall schon einen entdeckt. Ich habe den Seilwerfer nicht aufgerüstet. Komm runter! Ey Leute, bring das Vieh um! So, wo sind die anderen? Fuck, Fehlschuss. Treffer? So, komm runter. Sehr gut. So. Eine Minute haben wir noch. Oh, einer ist in der Nähe. Sehr gut. Wo ist der? Die ersten zwei waren noch vernünftig im Zeitlimit, die anderen beiden weiß ich nicht. Der letzte, der hat wieder komische Sachen. Ich mache den Part so lange, bis die Prüfung geschafft ist. Und wenn das 60 Minuten dauert. Und es ist mir scheißegal, ob ich Heilung brauche oder nicht. Ich sammle jetzt nichts. Wo ist der scheiß Vogel?
Oh Mann, können sich diese scheiß Trampler nicht mal verpissen? Komm runter, du scheiß Vieh! Dass ich die da oben nicht erreiche, das ist so kacke. So, erwischt. Komm runter! So, ich werde in die Luft fliegen. Das ist so kacke gemacht. Sobald ein Trampel in der Nähe ist, kannst du es vergessen, nämlich. Scheiße designed. Echt Müll designed. Weil das Zeitlimit kannst du nicht einhalten, wenn sobald ein Trampler in der Nähe ist. Und diese scheiß Viecher fliegen ständig nach oben. Boah, regt mich das gerade auf. Aber wie gesagt, der Park geht so lange, bis die Scheiße hier fertig ist. Das regt mich vor allem auf, dass ich, um Zeit zu sparen, hier runterjumpen muss. Komm hier runter! So. Hallo, Aloy, mach! Danke. Ja, genau das ist die Kacke, nämlich. So. Könnten mal deine federigen Kollegen ihren Arsch hier runter bewegen? Hallo, wo sind hier welche? Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ja, genau. Jetzt falle ich durch so eine Falltür. Genau. Leute, ich bin hier eingeklemmt. Wo ist der scheiß Vogel? So, komm runter. Der ist an zwei Seiten. Der muss runterkommen. Ey, Leute! So, das war der. Nimm einen verdammten Scheißtrank, wenn ich dir das sage. Wo ist er? Nein, nicht du. Ich will jetzt was drauf, auf mich! Ich hab nur 20 Sekunden! Der ist unten! So? Okay! Da war kein kritischer Treffer. Und das Zeitlimit ist sowieso um. Okay. Wie gesagt, der Part dauert so lange, bis die Scheiße hier fertig ist. War kein kritischer Treffer, weil Aloy zu dumm ist, den anzusetzen. Die dumme Hure. Komm runter. Dann leck mich. Dann gehe ich zu deinen Kollegen. Ja, jetzt kommst du auf einmal, ne? Wenn ich die ganze Kavallerie am Hals habe. Fühlt sich nur in Gemeinschaft stark, ne? So, komm runter. Ja, genau wo der Trampler ist. Genau wo der Trampler ist. Was auch sonst. Es kotzt mich an. Es kotzt mich so dermaßen an, ey. Warum macht man nicht 2,5 oder 3 Minuten? Dann ist das wenigstens fair. Dann kannst du die Trampler vernünftig umgehen. So musst du ins Trampler. Boah, das regt mich so auf. Ich geh diesmal hier lang. Dieser scheiß Berg da, der nervt mich so dermaßen. Dass ich da immer Energie verliere. Ja, da steht natürlich ein Trampler.
Was auch sonst. Ah, ich habe sie jetzt, glaube ich, gekonnt, ignoriert, hoffe ich. So, jetzt kommt hier runter, ihr Mistviecher. Hallo, hier bin ich. Runterkommen. Ja, den wird er da oben auf dem Felsen runterpfeffern. Toll. Das bringt mir gar nichts. Komm hier runter. So, hol ihn runter. Ja, natürlich, genau neben Trampler wieder. Ja, und der aufrichtet, wenn ich da bin, geht der wieder passend in die Luft. Ich bin so kurz davor zu Rage-Quitten. So kurz. Aber ich habe keinen Bock, im neuen Part diese Scheiße nochmal zu machen. Deswegen machen wir so lange, bis diese Scheiße fertig ist. Das ist doch Bullshit hier. Mit den Scheiß-Tramplern. Wer hat sich das ausgedacht? Gehört in die Hölle. Kollege, hier bin ich. Hier bin ich. Kommt hier hin. Schleift euren fetten Flügeläscher hier hin. Ja, ich fliege jetzt hier wieder drunter her. Ist klar. Was soll auch sonst passieren? Wo sind sie? Der ist genau vor meiner Nase. Das ist gut. Ja, ich schieß daneben. Ist klar. Mhm. Leute. Ohne Worte. Es ist ohne Worte. Es ist ohne Worte, was hier abgeht. Das Zeitlimit ist viel zu eng. Alter, warum glitscht sie da ständig durch? Komm, hat schon keinen Sinn mehr. Hat schon keinen Sinn mehr. Ich kann mich unbedingt links regeln lassen. Ich will die Aufmerksamkeit dieser fetten Viecher nicht haben. Die nerven gewaltig. Und ich habe gesagt, ich werde jeden Part ein Jagdgebiet machen. Wenn dieses Jagdgebiet fertig ist, sage ich zu den letzten beiden Jagdgebieten erstmal fuck you. Das will ich erstmal eine Weile nicht sehen. Zwei Minuten. Zwei fucking Minuten. Das ist zwar das längste Zeitlimit von allen drei Prüfungen, aber ich muss auch drei Kauerwichte mit kritischem Schlag erleben. In zwei Minuten. Lächerlich. Wie soll ich das machen? Das ist ja sowas von RNG abhängig. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen von dieser scheiß Rampe weg. Ja, genau. Ich habe gleich wieder einen Dicken am Hals. Ich finde dafür keine Worte, Leute. Ich finde dafür keine Worte. Das ist einfach nur scheiße Spieldesign. Hier, du wirst von allen Enden angegriffen. Komm. Geh sterben, ey, Leute. Du bist zu dumm zum Scheißen. Ich mach noch einen Versuch, dann halt die Schnauze voll. Ich habe gesagt, das will ich in dieser Folge zu Ende bringen, aber ist mir dann egal. Ich mach noch einen Versuch, dann halt die Schnauze voll. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Geh auch hier lang.
So, das kostet mich zwar so um die... Hallo! Geh runter, du dumm! Ist die dumm? Leute, ich beende die Folge. Ich habe keinen Bock mehr.